Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen hier zurück zu Halo 5 auf der Xbox Series X, meine lieben Freunde da draußen. Und wir sind natürlich auf dem Weg zu Halo Infinite. Und deswegen spielen wir natürlich auch wieder ein bisschen Halo, um warm zu werden. Ihr habt ja gesehen, letzte Woche habe ich ja Splitgate ein bisschen gespielt. War cool, hat Spaß gemacht. Also kann man auf jeden Fall zocken, gerade wenn man so kein Halo hat zum Beispiel, ne, für die PlayStation-Besitzer. Definitiv eine sehr, sehr gute Alternative, ne? Klar, im Umfang muss da noch einiges passieren. Aber das Grundprinzip, die Steuerung, die Mechaniken, die Portale, das macht wirklich einen sehr, sehr guten und soliden Eindruck. Und ich merke gerade, ich spiele jetzt gerade zu einer Uhrzeit, wo ich mir denke, hätte es mal lieber lassen müssen. Dürfen wir nicht vergessen, das Spiel ist 6 Jahre alt. Da muss er eigentlich zu Stoßzeiten reingehen. Aber vielleicht findet man im Kriegsgebiet welche. Ich dachte, ich mache heute nochmal hier ein bisschen Arena-Modus, weil ich heute so drinne bin. Aber komm, dann hauen wir Kriegsgebiet. Ich denke mal, da finden wir relativ schnell was. Machen wir hier noch ein Kärtchen rein. Ein kleines Kärtchen. Und warum klingel ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Was ist denn hier los? So, Leute, die schreiben. Mann, 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 Mann. So, haben wir Glück oder nicht? Sonst muss ich es heute nochmal später probieren. Oh, ich hatte jetzt gerade so irgendwie Bock gehabt. Na komm, gönnen wir uns ein Goldpaket oder was? Hau mal rein. Na, die Rüstung ist jetzt nicht so der ultimative Shit. Spektakulär. Wow. Guck mal, das passt jetzt im Käsekuchen, ne? Das nehmen wir. Das ist ja, oh, das ist ja so passend, die Gabel. Yeah! Wunderbar, wunderbar. So. Wo ist es jetzt? Da unten ist das Spielersymbol. Ja, das sieht gut aus, Freunde. Da bin ich ja happy. Da bin ich richtig happy mit. Ah, ich mag meinen Spaten, ne, von Look. Ah, da freue ich mich schon. In Infinite gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Da habe ich schon richtig Bock drauf. So, finden wir jetzt was oder nicht? Ja. Wie geht's euch so, liebe Freunde da draußen? Ich meine, ihr könnt jetzt vorspulen auf YouTube, aber alle anderen, die hocken jetzt mit mir hier und drehen Däumchen. Ich meine, wir können ja die Zeit nutzen und unseren Spaten nochmal angucken. Kann man ja auch mal machen. Wo ist denn hier, wie war denn das? Emblem? Nee, 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 nee. Hier Panzerung, ne? Ich hoffe, dass die im nächsten Teil das ändern, dass man auch sieht, was dazugekommen ist, ne? Also, du musst es dir immer merken, ne? Was hast du denn eigentlich gerade bekommen? Ich glaube, das hier war es, ne? Halt, das hier. Oder? Nee, es war Kinds Dinger. Es war Kinds Dinger. Es war auf jeden Fall ungewöhnlich. Sieht auch nice aus hier, sehe ich gerade. Oh, die sieht auch nicht schlecht aus, ne? Jetzt ist es so, wenn ich das mal so sehe. Auch nicht schlecht. Das Problem ist, man will ja mal Rüstungen haben, die immer irgendwie so den Wert legendär oder extrem selten haben, so wie die hier. Ja, das hat halt nochmal so einen Western-Look, ne? Also, ne, sieht ja halt aus wie so eine kleine Weste da oben, der Gurt. So ein bisschen Bumblebee-Style, ne? So ein Hauch Bumblebee blickt da durch. Aber nur so ein Pups von etwas. So, haben wir jetzt hier Glück oder was? Ich will jetzt hier auch noch runter spielen. Ich weiß, die Zeit ist doof. Warte, 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 da steht was. Nee, doch, 3 von 4, doch, doch, ja. Geht doch. Ja, die haben jetzt gesehen, der Sonnenschi. Der hat jetzt als Spielersymbol eine Gabel. Der kommt jetzt mit einem Käsekuchen. Da haben wir keine Chance. Und mit Bumblebee. Da müssen wir loslegen. Na, immerhin. Ich meine, Arena-Modus hat man ja nun in Splitgate gehabt. Letzte Folge. Da können wir jetzt. Nein! Abraham! Hat er mich rausgedonnert? Habe ich es jetzt zu früh gelobt? Das ist doch wohl eine Frechheit. Beitritt nicht möglich. Zeitüberschreitung bei der Beitrittsanfrage. Versuche es erneut. Ist das dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst?
Ich glaube, wir müssen es auf heute Abend verschieben. Halt, stopp, ab, 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 ab. Ich habe nichts gesagt, das geht schon los. Schnell eine Karte nehmen. Bisschen Boni hier reinholen. Und dann läuft das aber. So, wie gesagt, YouTuber, ihr könnt ja auch einfach vorspielen. Ihr seht ja, wann eine Runde losgeht. Die Live-Zuschauer hier, euch grüße ich euch erstmal. Sind ja doch schon, jetzt schon ein paar online, ey. Hätte ich nicht gedacht. Also auf jeden Fall von mir erstmal ein herzliches Moin Moin. So, wenn ihr was schreiben wollt, ich habe Chat offen. Müsst ihr nicht. Ihr könnt auch einfach meinen Stimmchen folgen. Könnt auch wahlweise schon mal auf YouTube gehen, meinen Kanal dort abonnieren, das Glöckchen aktivieren, ein Däumchen nach oben setzen. Wird jetzt die Woche spaßig, also kommen ja so ein paar Titelchen, auf die ich richtig Bock habe. Achso, richtig, ne? Also sehr ätzend auf jeden Fall. Und Flugsimulator. Oh. Über den Wolken wird der Sonnenschi fliegen, oh ja. Alle Käsekuchen da unten, na klar. Verlaufen Scheiße. Ach, Textsänger. Na gut. Werden wir uns mal auf das konzentrieren, worum es hier eigentlich geht. Kriegsgebietssimulation wird gestartet. Ballern. Alter, schreibe ich nie an. Schalten Sie Bosse aus und eliminieren Sie gegnerische Spartans, um Punkte zu erhalten. Auch leider jetzt so eine Map, die... Prometheaner haben unsere Verteidigungsanlagen durchbrochen und unsere Basis abgeriegelt. Schalten Sie sie aus, um unsere Heimatbasis zu sichern. Und die atmet eigentlich in der Regel immer auf dem Camping aus. Gerade wenn du die Punkte verteidigst. Los, Jungs. Rein hier. Aber ich glaube es immer noch nicht, ne? Das ist 50 Jahre alt, ist ey. Wirklich unbescheiden. Was? Was? Was denn jetzt passiert? Das ist mir ja noch nie passiert. Am Anfang? Heimatbasis gesichert. Das ist ein toller Einstieg. Neue Ziele verfügbar. Wobei, es war praktisch. Jetzt bin ich direkt draußen gewesen. Prometheaner bei der Festung. Schnappen wir uns den Prometheaner oder holen wir uns die östliche? Ah, schwierig. Alter, ach scheiße! Jetzt wollte ich schlagen wie bei Splitgate. Ich bin erstmal wieder an die Steuerung gewöhnt. So schnell einnehmen. Na, wir bleiben mal kurz drinnen noch. Erstmal ganz kurz wieder steuerungsmäßig, wie war. Okay, super. Requirierung des Levels 2 verfügbar. Ja komm, jetzt nimmt die Kammer hier ein. Ich will noch den Dings holen, den Prometheaner. Ah, das schaffen der wir nicht Gegner mehr, oder? Hat die westliche Waffenkammer eingenommen. Ja, Gegner ist aber ein paar Sekündchen hinter uns. Das könnten wir schaffen. Die Jungs ballern schon fleißig. Und rein hier. Ey, die haben den eliminiert? Sehr schön. Wir werden uns schon mal gut positionieren, wenn die Gegner kommen. Da war einer. Und ich will. Nee, das war sie nicht. Das ist die andere Waffe, die ich gerade gesehen habe. War nicht gerade die Schrodi da? Mist. Da kommt eine Granate! Oh, wir haben die Festung schon. Läuft für uns. Ich hab doch noch keine Entwicklung gemacht. Aber ist egal. Jetzt kommt das mit den dicken Waffen. Wo steht sie denn? Da unten. Komm. Da hinten, komm. Komm. Hey Spartan. Moin. Hey Spartan. Ich bin gerade mit den Waffen so unwohl. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Was er in der Hand hält. Ah, oh, fuck.
Oh, jetzt müssen wir auch mal langsam loslegen, ey. Wir haben noch nichts gemacht. Ja, gut, warten eigentlich noch, aber... Das geht ja mal nicht so. Und Waffen ändern wir gleich, keine Sorge. Ja, da war das schon ganz gut in die Luft. Alter, ist das ungewohnt, wenn du kein Aim mehr hast. Ich hab mich jetzt so dran gewöhnt bei Splitgate. Fuck. Gut. Machen wir erstmal so. Das andere tauschen wir gleich, keine Sorge. Ometianer bei der gefrorenen Höhle. Ometianer. Schnell, schnell hinter uns. Ach man, ey. Falls er kommen sollte. Nur falls. Der Gegner hat einen Soldatenspezialisten eliminiert. Den haben wir. Ich wollte schon wieder auf der falschen Taste tragen. Gibt's doch nicht. Ja, da kommst du, ne? Schön feige. War ja nur angeschlagen gewesen, du Sackgesicht. So. Requirierung bestätigt. Scheiße, das habe ich zweimal die. Ne, egal. Habe ich mich jetzt verdrückt? Hat einen geballert. Hammer. Oh, den will ich haben. Den will ich haben. Mann! Arsch. Hier, komm, ich fahre. Feindkontakt. Unter Beschuss. Ich kann sterben. Nee, sehr schön. Du musst ballern, Junge. Die Richtung. Ja, wunderbar. Schade, dass du hier eine Punkte damit kriegst. Oh, fuck. Ich dachte, da ging's runter. Egal. Schnell dahinter. Allianzabwurf steht bevor. Achtung, Allianz-Prioritätsziele nähern sich. Jawohl! Requirierung des Levels 4 verfügbar. Sehr schön. Muss auch gleich mal ein Fahrzeug gehen. Hammer. Aber ich muss echt erstmal wieder reinkommen. Ich muss voll abziehen, ne? Beim Schießen. Jetzt merkst du doch erstmal den Unterschied zu Splitgate. Aber am Anfang fühlt sich Splitgate extrem an wie Halo. Aber durch diesen Aim, den du... Wow! Ja, guten Morgen, ihr da drinnen. Scheiße. Der war gut, ey. So, warte mal hier. Dankeschön. Einmal da drauf. Und... Hier würde ich gerne da drauf gehen. Und haben wir einen Vater? Die Wesp. Oh, geil. Wollen wir sie nehmen? Hallo. Gönnen wir uns. Die waren hoch und runter. Okay, so ja. Oh, geiles Fahrzeug, ne? Irgendwo ballert einer. Wo? Mann, ich weiß nicht von wo. Da. Scheiße. Das hat sich ja voll gelohnt, die Wespen. Kacke. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt. Ich hab den Idioten da oben nicht mitgekriegt. Scheiße. Schöne Vierer-Wespen einfach mal weggeschrottet. Westliche Waffenkammer erobert. Wo ist der Ausgang? Eggert. Zeig mir den Ausgang. Wir haben alle Basen unter Kontrolle. Der gegnerische Kern ist angreifbar. Oh.
Nice. Sonnenschi rennt natürlich in die falsche Richtung, ist aber klar. Wir sind auf halbem Weg zum Sieg. Aber ich habe nichts gemacht für den Sieg. Requirierung des Levels 5 verfügbar. Ah, das ärgert mich wirklich. Muss ich wirklich sagen. Ist da noch ein Hans Kuck in die Luft, oder? Oh! Ach, da oben. Wir standen da auch noch gerade, oder? Wow! Wo, von hinten, ne? Oh Mann, ne? Ich werde die ganze Zeit von hinten angegriffen. Ach, guck mal, wir sind Siebter, ey. Wir haben nichts geruppt die Runde, ey. Ist ja Wahnsinn. Ja, da lohnt sich jetzt aber auch nichts, wenn wir den Kern gerade angreifen. Das macht jetzt keinen Sinn. Ja, Sachen zu verwenden. Ja, wir haben auch nichts dazu beigetragen, aber ist nicht schlimm. Warmwertrunde, nächste Runde muss jetzt besser werden. Machen wir es einfach so. Warmwertrunde. Und jetzt, dann richtig. Wenn wir direkt eine Runde finden, ansonsten. Bam. Geht nicht, ja. Nehmen wir das. Irgendwer ist da gerade im Party-Chat, ey. Im Spiel-Chat. So. Spielunterbrechung. Suchst du direkt weiter? Ja, doch. Eigentlich schon. Es gab mal Zeiten, da hat er das automatisch gemacht. Ares macht das immer noch. So, 1. Risiko. Oh, sieht ganz gut aus. Komm, ich muss das jetzt wieder ein bisschen wettmachen hier. Das war ja gar nicht. Team Blaupaket. Mhm. Ah. Halo 2 Kampfgewehr. Fehlt eigentlich noch recht viel, ne, wenn man mal überlegt. So ein bisschen ist da noch Luft. So ein bisschen. Na, wie gesagt, jetzt heißt es halt hoffen, ne, dass wir halt direkt wieder eine Lobby finden. Na, hat er was, ne? Sieht gut aus. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und dann hier auf Battle of Noctus. Yeah. Ne, keine Ahnung. Ich habe die Map gar nicht mehr im Kopf. Also ich weiß nicht, ob man da yeah sagen kann. Ich weiß aber, dass hier irgendeiner mit seinem Mikro wieder rumkratzt. Warum machen das die Leute? Die müssen doch merken, dass die einfach nerven. Kann man die irgendwie stumm schalten? Ne, hier sehe ich nur das. Ich krieg's nicht weg. Hört man die in der Aufnahme? Ansonsten mache ich mir einfach nur den Ton hier an meinen Dings aus. Warte, ich check das mal ab. Kriegsgebietssimulation wird gestartet. Halten Sie Basen, schalten Sie Bosse aus und eliminieren Sie gegnerisches Falkens, um Punkte zu erhalten. Ich höre es jetzt, glaube ich, nicht.
Die Allianz greift unseren Kern an. Ich mache sie jetzt einfach hier bei mir im Headset aus und fertig. Die Marines brauchen Unterstützungsbalken. Ja, da steht wahrscheinlich wo. Ne? Warte mal, da alle stumm schalten. Ah, super. Okay. Ab geht's. Eine wertvolle Sekunde verloren. Wenn man denkt, man hat ein Jetpack am Arsch. Ist da noch was? Heimatbasis gesichert. Abriegelung aufgehoben. Ja, macht hin. Neue Ziele verfügbar. Auf geht's. Ich würde auch gerne eigentlich schon darüber, aber naja, gut. Wo ist er denn? Da unten, ne? Hans Eckert. Elite-Anführer ausgeschaltet. Zählt der für mich? Ja, glaube ich. Levels 2 verfügbar. So, jetzt schnell hier rein. Oh, Pech haben, sind ja aber schon die Gegner. Hopp. Der Gegner hat die südliche Garage eingenommen. Ja, wir können jetzt hier rüber sprinten. Aber dann bin ich noch alleine, ne? Also müssten jetzt welche mitspringen. Und von hier kommen jetzt auch gleich lauter Gegner, ne? Nördliche Garage erobert. Ich höre hinter mir Geräusche, jetzt können wir nicht. Prometheaner bei der Überführung entdeckt. Hans Eckert war's. Prometheaner bei der Überführung entdeckt. Und da hinten kommt ein Prometheaner, den würde ich mir auch noch gerne schnappen wollen. Hydra-Soldat bei der Überführung. Hydra-Soldat bei der Überführung. Weil wir nichts zu tun haben, pass mal auf. Scheiße. Der Arsch haut einfach ab, ne? Ich sollte mich jetzt nicht darauf konzentrieren eigentlich, aber... Die Kameraden haben den Hydra-Soldaten eliminiert. Nice! Scheiße, ja, ich hab doch gesagt, ich darf mich nicht darauf konzentrieren. What? Hast du mich gerade gedasht, oder? Du warst ja jetzt woanders, Eggert. Na, so auch mal nicht, mein Freund. Und auch mit mir könnt das machen, wa? Kann ich irgendwas tun? Nee, du kannst nichts tun, mein Freund. Alles gut. Jawoll. Wow, Granate. Am Arsch. Scheißen. Dreck. Ah, nee, du. Nee, du. Ja, das war ein geiler Spawn. Wo ist er? Die kommen gleich nochmal mit ihrem Fahrzeug. Ja. Jetzt sind die Granaten. Jawohl. Den Schützen haben wir. Soldaten kommen mit einem gestohlenen Warthog durchs Portal. Na schön. Soldaten die Granaten kommen mit einem gestohlenen Warthog durchs Portal. Feindliche Granate. Ah, der Prometheaner. Den muss ich in die Uhr noch schnappen. Boah, fuck. Will die Punkte haben. Scheiße. Ah. Waffenwechsel. Nicht mehr so schnell geklappt. Scheiße. Mal sehen, wer ihn kriegt. Oh, mal zufällig Fahrzeug. Was haltet ihr davon? Der lebt immer noch. Oh ja, wir haben den goldenen Schaffers noch. Ah, das war zu geil. Ja.
spät, Mann. Ey, ich krieg von lauter Fahrzeugen eins auf die Fresse. Das war ja unfair. Aber egal, ich habe mir den noch geschnappt. Das Fahrzeug war jetzt nicht ganz umsonst gewesen. So, Rekrutierungslevel funktioniert gerade nicht. Da brauche ich eigentlich gleich drauf schießen mit meiner kleinen Mini-Pistole, oder? Was hat denn der für eine Waffe gehabt hier? Zeig mal her. Achso. Mal, hast du noch was Geileres? Was ist das denn hier? Ein Granat-WW? Nur den Granat-WW einfach. Den finde ich schon. Wird ja was Feines. Das ist ein Clowny. Ja, das Ding muss halt auch wirklich treffen, ne? Ah, jetzt haben wir ihn einmal getroffen. Jetzt schnappe ich mir. Was war das denn gerade? Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe anvisiert und dann hat er einmal so Blitz ausgeschaltet. Geile Stelle hier eigentlich. Der Gegner hat den Banshee-Plünderer eliminiert. Ah, scheiße. Wir sind nicht mehr in Führung. Zack, genau mal. Ey, ich darf nicht mehr so viel Splitgate spielen, ne? Ich wollte schon wieder mit der Dings-Taste schlagen. Komm, wir gehen mal jetzt ein bisschen erobern. Jetzt krieg ich von hinten auch auf die Fresse, ne? Ja, ja, sind es gerade die Spawn. Das ist nicht das geilste Teil, ne? Lass mal stecken, komm. Aber wir werden mal hier. Einmal so. Und. Gerne auch. So. Ja, ich sehe ihn. Wo ist er? Schon tot? Prometheaner bei der östlichen Passage. Warte mal, wenn die da drüben sind, dann kann ich doch wahrscheinlich. Soldatenagent ist durch ein Portal gekommen. Ja, das war clever. Guten Tag. Ihr greift ja hier an. Dann war ich schon mit dabei. Wenn ich schon einmal unabsichtlich rüberkomme. Der Gegner hat einen Soldatenagenten eliminiert. Arschloch. Requirierung des Levels 5 verfügbar. Nice. Requirierung bestätigt. Nehmen wir. Mach mal. Bin ich dabei? Wackelt für den vorwärts kommen. Ah, schade. So weit kann ich nicht schießen. Muss halt aufpassen, der ist mit seinem Roboterarm ein bisschen flexibler als ich. Muss die mal ein bisschen locken. Was war das? Was war das? War das ein Schuss oder was war das? Diese Anomalie und dann piu, tot. Prometheaner beim Hardware entdeckt. Ein bisschen Pech. Ja, ach. Kam der nächste. Lecke mich. Du.
Schweinepriester. Sieht gerade nicht so gut aus für uns, Freunde. Ja, ja, ich renne auch voll rein. Boah, war das feige. Was für ein Sack. Schilde wieder aufgeladen. Geil, weil die hier der Mistbot ist. Ah, fuck, Alter. Ah, eine Granate bringt mir aber nichts. Ah, das ist mies, ey. Wir haben kein Fahrzeug da drinne. Wisst ihr was? Wollen wir es mal riskieren? Querierung bestätigt. Problem ist halt, wenn du... Mann, eine Sniper, ne? Die ist genau die, die ich jetzt nicht brauche, ey. Boah, ich muss echt mal wieder klarkommen mit den Sensiblen. Dich irgendwo auf die Lauer setzt, könntest du vielleicht. Der Feind hat ein Mantis vernichtet. Ja, das ist jetzt. Der Gegner spät. Ist auf halbem Weg zum Sieg. Grad schnappen. Wow, ich hab ihn gesehen. Jetzt aber schnell. Festgebackt. Ich muss jetzt nur hier unten bleiben, mich tucken und warten, bis die Leute die Arbeit. Nein, nicht bewegen, verdammt. Ich bin festgebackt. Granate los! Scheiße, komm, wir brauchen die Punkte. Requirierung des Level 6 verfügbar. Komm schon, da fehlt nicht mehr viel. Komm schon! Ach, fuck! Mantis ausgeschaltet. Die Punkte, ne? Doch, krieg ich! Jawoll! Ja, Wollingen! Ja, das mit den Basen sieht halt leider nicht gut aus, ne? Die anderen sind halt permanent in Führung. Problem ist, alleine Sturm macht halt eigentlich null Sinn, ne? Bis auf dass man sein Leben kurz verliert. Ja. Wie gesagt, alleine macht das keinen Sinn. Weiß halt nicht, was das Team hier grundprinzipiell hier gerade so nebenbei erledigt und macht. Oh, ein Panzer ran. Requirierung bestätigt. Komm, hol den Panzer raus. Wir spielen Halo und Allianz. Wir fahren um die Wette. Ohne Rest und ohne Ziel. Hast du mich beschossen, werd ich ganz schnell sterben. Stell dich an die Wand daran. Komm, hol den Panzer raus. Wie beim ersten Mal. Ist das ein Feind? Nope. Da kommt irgendwo gleich... Oh, direkt vor der Nase. Und nein, ich krieg die Panzer nicht manövriert. Leck mich. Okay, komm schon. Soldaten kommen mit einem gestohlenen Warthog durchs Portal. Nein, nicht abhauen. Soldaten, Hammer. So, wir müssen auch trotzdem noch eine Basis hier einnehmen. Das ist doch scheiße. Freunde. Da unten ist gerade jemand langgelaufen, ne? Oder?
Da kommt ein Gegner! Nein, den haben wir nicht gekriegt. Scheiße. Sieg des Gegners steht kurz bevor. Ja, ich will. Ich treffe dich besser als du mich. Ja, das wird so wieder. Zack! Scheiße, jetzt schießt da noch ein anderer, aber der Inn ist weg. Inn ist weg. Alter! Was ist für eine coole Waffe? Die kenne ich so neu auch nicht. Das ist ein Dreier-Raketenwerfer. Für was Feines. Ja, das Problem ist, der Gegner gewinnt jetzt, ne? Wäre unnötig, Karten zu verschwenden. Ja, die haben halt permanent zwei Dinger gehalten, ne? Was willst du da machen? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Leute hier irgendwie Bock hatten zum Angreifen, sondern mehr auf Kills aus sind. Aufklärungspilot ist über dem Highway unterwegs. Uah, von rechts noch. Hinter mir. Ja, scheiße. Schnellfeuerwaffe gegen die. Auf naher Distanz hast du keine Chance. Brauchst du keine Chance. Nö, nö, nö. Hammern, hammern. Also stell dich doch nicht davor! Bin getroffen! Feindbeschuss! Ah, renn! Fahr mir immer davor, ey! Feindlicher Skorpion hat Verbündeten get. Die stehen. Wir haben einen Kameraden. Das ist mich ja die Kacke, was halten die denn? Schanzt mich jetzt hier. Sollen sie mich doch suchen. Kommt zu mir. Allianzler nähern sich. Scheiße. Habe ich noch die Granate werfen können? Ja. Requirierung des Levels 9 verfügbar. Wenn schon, denn schon. So die kleinen Dinge im Leben. Ist er da? Wer bist du denn? Den kenne ich aber gar nicht. Was bist du für eine? Ist der neu? Die erste Granate war. Ah, mal die anderen durch. Schade. Doch, den, doch, den, den, doch, doch, ja, ja, alles gut. Er sah jetzt auf dem ersten Ding anders aus. Na gut, aber hier bin ich zumindest weiter Platz geworden, aber die Freunde da draußen. Ja, zweiter Platz hier geworden. Ja, der Rest des Teams war halt. Ist halt immer so, ne? Bist du in einem guten Team? Bist du irgendwie scheiße? Weißt du? Also unbeabsichtigt scheiße? Ein bisschen ein schlechten Team, weißt du, da kannst du halt machen, was du willst und verlierst dann halt logischerweise. So, wie kann man denn jetzt hier nochmal raus? Bin ich zu doof, gerade den Ausknopf zu finden? Ich will aus der Lobby raus, hallo. Hallo. Wie ging denn das? Jetzt mal ohne Spaß. Ich kann es halt leider nicht sehen. Oder ich bin doof. Ich will nicht noch eine Runde jetzt, nein. Ich wollte raus. Spartenzentrale? Ist das? Spielbericht? Ist das? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, liebe Freunde. Das war's erstmal.
Spaten wird doch gar nicht angezeigt, seht ihr das? Man sieht nur noch mein, meine Gabelsymbol. Na egal. Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ja, dann sage ich einfach mal, bis dahin, haut rein, euer Sonnechi. Ciao. Es war ja was heute. Mamma mia.